Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen beim Handy College. Ich will einmal kurz darauf eingehen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer SMS, einer MMS und einer sogenannten WhatsApp? Also wo sind da genau im Detail die Unterschiede? Wenn euch das immer interessiert hat und da noch offene Fragen sind, dann bleibt dran, die klären wir jetzt. Im Grunde ist das Thema sehr schnell erklärt und wenn ich es dann einmal gehört habe, dann ist es auch einfach zu verstehen, denke ich. Eine SMS, damit ging alles los in der Kommunikation mit dem Handy. Die SMS basiert rein auf einer Textbasis, das heißt, ihr gebt Buchstaben in das Handy ein und diese Buchstaben werden, das ist wichtig, über einen speziellen SMS-Kanal des Handys weitergeleitet an irgendein anderes Handy, dessen Empfänger ihr eingegeben habt. Ich glaube, komplizierter hätte man das nicht erklären können. Also eine SMS ist in reiner Textform über das SMS-Programm und es wird auf einem extra SMS-Kanal verschickt. Eine MMS ist im Grunde das gleiche wie eine SMS, nur dass die Abkürzung SMS für Short Messaging Service steht und die Abkürzung MMS steht für Multimedia Messaging Service. Also ihr könnt mit einer MMS als SMS Bilder verschicken und Videos und etliche kleine andere Sachen. Die SMS und die MMS sind die altertümlichen, sozusagen die altertümlichen Methoden, Texte oder halt dann tatsächlich auch Videos und Bilder zu verschicken. Die WhatsApp und auch ähnliche Programme haben das Ganze dann revolutioniert. Bei WhatsApp ist die Idee der Übertragungsweise eine ganz andere. WhatsApp überträgt alles, was ihr macht, komplett nur über den Internetkanal. Ihr müsst zwar, wenn ihr WhatsApp anmeldet, euch einmal per SMS bzw. mit einer Handynummer dort anmelden. Das ist aber im Grunde nur ein Sicherheitsmechanismus, dass ihr nicht eine fremde Telefonnummer nehmt, also dass ihr nicht vorgebt, eine fremde Person zu sein. Ansonsten werden alle anderen Daten, die nach diesem Anmeldevorgang kommen, komplett über das Internet verschoben. Der Vorteil liegt da quasi auf der Hand. Das einzige Limit ist quasi nur noch die Internetverbindung bzw. euer Datenvolumen auf dem Handy. Wenn ihr über einen WLAN-Hotspot verbunden seid, dann besteht im Grunde kein Limit bei dem, was ihr übertragen könnt. Als Fazit kann man quasi sagen, die WhatsApp ist auf jeden Fall die bunterere Methode, Nachrichten zu verschicken. Die SMS ist die reine Textform und die MMS war im Grunde so ein Twitter, dass man schon in die richtige Richtung gegangen ist, aber das Ganze war halt doch noch sehr beschränkt in der Menge der Daten. Das heißt, WhatsApp gibt euch sehr viel mehr Freiheit. SMS ist die reine Textform. Das sind die wesentlichen Unterschiede. Ich hoffe, ich konnte alle Fragen klären und falls nicht, dann schreibt sie gerne hier in die Beschreibung. Ich will sehen, dass ich sie zeitnah dann beantworte. Und wie immer auch an euch die Bitte, wenn ihr noch Zeit habt, dann guckt mal gerne in die Beschreibung. Vielleicht ist da irgendwie noch eine Frage offen, die ihr vielleicht beantworten könnt, weil die Community lebt quasi vom Mitmachen und es wäre schön, wenn ihr euch da auch dran beteiligt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne ein Like und erzählt euren Freunden davon, was ich hier mache, weil dann sind wir beim nächsten Video sogar noch mehr Leute und dann freue ich mich, euch wiederzusehen. Bis dann.